Hallo ihr Lieben, es ist der Weite Milli. Hello Dears, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich zeichne heute einen Hasen und zwar auf Wunsch von Kathi. Hallo Kathi, lieben Dank für deine Idee, lieben Gruß auch. Ich freue mich immer, wenn so süße Wünsche kommen. Und sie hat sich gewünscht, also wie ihr bereits gelesen habt, einen Schneehasen oder einen Polarhase. Und ich zeichne den jetzt mit einem grauen Stift vor. Und zwar der Stift, der hier bei den Polychromos-Stiften dabei ist, also kein Bleistift. Und zwar, weil der Hase weiß ist und genau, und wir jetzt nicht viel Farbe brauchen, aber ich möchte nicht mit Bleistift zeichnen, weil ich ihn doch farbig machen will. Also ich möchte euch zeigen, wie man einen weißen Hasen farbig zeichnet. Jetzt hoffe ich, dass da eventuell muss ich ein bisschen schieben, damit ihr das besser seht, genau. Und jetzt hoffe ich, dass mir das auch gelingt. Manchmal sind so weiße Tiere super schwer zu machen, weil man einfach nicht weiß, was soll man für Farben nehmen, wenn das Blatt schon weiß ist. Es gibt ja verschiedene, vielleicht kennt ihr die, möchte ich auch mal ausprobieren, verschiedene, also hier ungefähr ist ein Fell, verschiedene Papiere, die eine Tönung haben und man kann dann mit einem weißen Stift Entschuldigung. Und man kann mit einem weißen Stift das weiße Feld zeichnen. So jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Und da ist es anders. Da zeichnet man eben dieses Weiß. Das Weiße zeichnet man dann. Was wir aber hier machen, ist auf weißem Papier einen weißen Hasen zu zeichnen. Und das ist in der Regel schwieriger. Oder eben leichter. Man kann das nehmen, wie man will. Aber jetzt mache ich das mit euch. Und das Näschen ist recht schwarz. Und das Näschen auch ist es relativ dunkel. Es gibt Schattierung. Und es guckt jetzt einfach so. Da mache ich nicht viel Mund, weil ich das süß finde. Und das Auge, was ich so sehe, ist auch, ja, ich weiß nicht, ob das Auge schwarz ist, ich glaube nicht. Aber man sieht es schlecht hier auf dem Foto. Und deshalb nehme ich so ein Beige. Aber bitte gespitzt, also schön spitzen. Und lasse einen kleinen weißen Punkt hier. Und trotzdem kann ich ja hier ein bisschen Schatten machen. Und hier geht es so rein. Also ich glaube, das sind die Augen. Ja, was ist das Besondere an diesem Häschen? Es ist sein Ohr, seine Ohren sind ganz besonders. Und zwar haben die hier oben wirklich an der Spitze zwei schwarze Flecken, aber so, so süß. Ich glaube, dass das, mein Gott, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, die Natur hat sich da schon was dabei gedacht, denn so sieht der Hase richtig groß und bedrohlich aus. Also ich bin mir sicher, wenn ihr jetzt diesen Hasen seht mit seinen kuscheligen Ohren und diese zwei schwarzen Flecken da oben sieht, dann kriegt ihr bestimmt Angst und wollt ihn nicht angreifen.
Da gibt es ja verschiedene so Tiere. Es gibt so zum Beispiel Schmetterlinge, kann ich mich erinnern. Bei Schmetterlingen ist es so, dass die Schmetterlinge so richtige Augen haben, also große Augen, damit irgendwelche Tiere, die sonst diesen Schmetterling wahrscheinlich angreifen würden und fressen würden, Angst bekommen und glauben, dass der Schmetterling irgendwie so ein riesiges Tier ist. Finde ich Zucker. Finde ich super süß. Und so ist es jetzt mit unserem Häschen hier, bei dem wir diese schwarzen Flecken machen müssen. Und das ist aber auch schon die ganze Färbung. Der Rest ist eben grau. Und zum Teil kann man ja auch rosa nehmen. Also pink in dem Fall. Wie gesagt, diese Polychrom-Stifte haben kein rosa. Aber das mache ich jetzt einfach um die Nase herum ein bisschen ins Rosa reingehen. Also hier die Schnauze ganz leicht. Also ganz leicht, nicht zu viel. Das ist, glaube ich, schon zu viel. Aber dadurch, dass hier Schatten kommt, wird sich das schon irgendwie klären, hoffentlich. Und ja, was ist unser Häschen? Was ist dieses Weiße alles? Und dann nehme ich dieses Blau. Weil weiß, man kann weiß auch mit beige machen, dann sieht es eben wärmer aus. Aber man kann auch weiß mit blau machen und in diesem Fall sieht es kühler aus. Und das wollte ich mal mit euch probieren, weil ich glaube, bis jetzt habe ich immer warmes Weiß gemacht. Ich erinnere mich jetzt nicht genau. Also zum Beispiel hier der Hund daneben, der hat ja auch Weiß und da ist das Weiß eher warm. Also da habe ich mich für so ein helles Beige entschieden und das wirkt eher warm. Und beim Hasen, da muss man eben so Kuscheliges machen und leicht so umranden. Und eben, man braucht für den Hasen dann letztendlich diese Umrandung. Also der ist hier so, das mache ich schon mit Schwarz. Und hier die Pfoten, also zwischen den Pfoten wird es auch hier dunkel. Hier auch. Und hier auch. Also das sind seine Pfoten. Ja, und hier haben wir einfach viel Weiß. Das muss aber sehr sanft sein, weil immer die Gefahr läuft beim Weißzeichnen, dass man es dreckig macht. Man kann zwar eben so grau nehmen und blau, aber dreckig darf man es nicht machen. Und das bekomme ich auch nicht immer gut hin. Ich muss auch immer aufpassen. Ich denke mir immer früher auf als zu spät. Aber oft ist es mir, ja, und manchmal höre ich auch zu früh auf. Dann sagt der Verlag, das ist aber zu weiß. Ist mir auch schon passiert. Also kaum Struktur drin. Weil ich so Angst habe, dass ich das zu dreckig mache. Und hier ist der Hase ziemlich wuschelig. Also hier müsst ihr so ganz, ganz leicht reingehen, ebenso mit diesem schönen Blau. Und hier auch. In der Form natürlich des Haarwuchses. Ich muss kurz spitzen. Das ist immer schöner mit einem gespitzten Bleistift. In der Form des Haarwuchses. Also richtig so auch hier längeres Haar. Und hier auch. Und hier drunter kann man aber schon dunkler werden.
und eventuell schraffieren. Also wo die untere, hintere Pfote, nee, nicht die untere, sondern die hintere Pfote, die zweite hintere Pfote ist. Einfach so ganz leicht schraffieren, damit man hier den Schatten erkennt. Ja, hier arbeite ich wirklich mit Schwarz, aber mein Schwarz ist sehr, sehr gut gespitzt, würde ich auch so machen. Mit einem sehr gut gespitzten Schwarz ganz, ganz fein reingehen, ganz feine Striche machen. Und wirklich nur da Striche, wo tatsächlich die Schattierung, also wo man das Gefühl hat, da ist Schatten. Ich habe hier einfach ein super schönes Foto gefunden, für mich persönlich das Beste. Und da zeichne ich das jetzt mehr oder weniger ab. Und eben versuche aber eben meine Farben da so reinzubringen. Hier eben mit Rosa. Und hier mit diesen Schatten. Und hier haben wir so ganz leicht Schattierung. Und hier auch. Also einfach mal so ein ganz flauschiger. Hier die Pfoten auch schön mit hell. Das ist das Schöne an so Nordtierchen. Die sind weiß, die sind super getarnt, eben für den Schnee. Man sieht sie nicht im Schnee. Und für uns ist es zwar wunderschön, aber da gibt es nicht viel ja, zu zeichnen, außer eben die Schattierungen. Und da werde ich jetzt auch nicht so viel machen. Ich finde das einfach, ich finde den Hasen so schön, wenn er so ganz leicht, kaum sichtbar, flauschig hier auf dem Papier ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich kann mich da total begeistern, wenn das einfach so ganz sanft weiß ist. Und nicht zu viel. Hier und da kann man ja ein bisschen Struktur machen. Mit diesem ganz, ganz hellen. Und hier um die Augen herum habe ich das Gefühl, da gehört noch was rein. Ganz, ganz leicht. Vielleicht auch unter dem Auge. Und hier vielleicht auch noch ein bisschen. Aber ansonsten, meine Lieben, war das eine ganz schnelle Hasenzeichnung. Schneehasenzeichnung mit der Hoffnung, dass ihr glücklich seid damit. Ja, also ich mache nicht mehr. Ich finde, das ist ein weißer Hase. So, abonniert mich bitte, falls ihr es nicht gemacht habt. Das waren meine drei Stifte. Also wirklich mit diesen drei Stiften kann man diesen Hasen machen. Und ansonsten, bis demnächst. Eure Dani. Viel Spaß beim Zeichnen. Tschüss.